Hallihallo, da ist der Gusua wieder. Ich habe es jetzt hingekriegt. Ich habe jetzt gerade die Goldliga erreicht. Alter, geil. Geil. Ey, das ist, da habe ich da genau zum richtigen Zeitpunkt aufgenommen. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir das natürlich halbwegs auf die Reihe kriegen hier. Da würde ich wirklich mal sagen, den wirklich mal vorschicken und wirklich schon mal sagen, komm, du bist jetzt mein Opferlamm, was jetzt geschlachtet wird. So ist das Leben. Jetzt hier. Ha, obwohl, nee, seitlich brauche ich gar nicht. Ich mache gleich das hier. Ich kümmere mich gleich hier drum. Dass ich hier erste Reihe. Ja, geil, wenn die sogar. Cooles Ding. Und jetzt, wie gesagt, hier noch 100. Oh, sehr geil. Den Loot brauchte ich auf jeden Fall. Und da würde ich auch meine Clan-Truppen auf jeden Fall raussetzen, wenn die jetzt nicht alles wegkriegen würden. Ja, einwandfrei sogar noch 50%. Die wären mir jetzt auch in dem Fall egal gewesen. Also wirklich bei der Masse an Loot. Oh geil, ich hab fast die Tesla. Ich habe fast die nächste Tesla. Und die würde ich dann auch als nächstes bauen. Dann hätte ich meine dritte. Ja, ist gleich durch. Ich muss zwar noch ein bisschen Gold behalten, falls ich skippen will. Ja, ich brauche noch ein bisschen Gold zum Skippen. Außerdem, ich greife ja jetzt eh gleich wieder an. Von daher ist es ja nicht weiter wild. Aber dann habe ich ja richtig was geschafft in 2 Stunden Boost. Aber ganz ehrlich, so will ich das auch sehen. Ich meine, klar, ich habe die Kristallliga nicht erreicht. Aber habe richtig gut Dunkles gefarmt. Klar, Alex brauche ich auf jeden Fall noch fürs dunkle Lager. Auf jeden Fall. Aber das, oh, da bin ich echt zufrieden mit. Obwohl man vom Loot her hätte auf jeden Fall noch mehr Glück haben können. Ganz klar. Ah, ich habe einen Fehler begangen. Ich habe einen Fehler begangen. Ich habe gerade den Raid gemacht. Das könnte jetzt ins Auge gehen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich kann ihn ein bisschen mit den Kobis. Oder jetzt muss es schnell gehen, sage ich mal. Dass ich noch hier mich auf meine CB verlassen kann. Ja, geil. Ja, okay, gewonnen. Oh, ich einfach gedrückt. Ja, wird schon passen. Na, ich guck mal noch. Na, da ist nichts weiter. Aber er hat wenigstens noch die Bombe ausgelöst. Somit musste er noch ein bisschen bluten. Aber jetzt kann ich die Tesla bauen. Now I can build the Tesla. Minuten habe ich noch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin durch. Ich merke echt, ich bin müde, auch wenn es noch nicht so krass spät ist. Aber ich höre auf. Ich check noch ein. Den einen oder anderen hier, mal gucken. Ist ein Moment. Gucken wir mal. Besonders, weil wir jetzt die Truppen eh noch ausbilden müssen. Oh, den gibt es ja relativ oft. Hätte ich gar nicht gedacht. Janni. Dreizehn. Da hätte ich gerne die Mauern auf 8 alle gehabt, aber dafür hast du natürlich so gut wie alles schon auf 9. Also von daher ist das Nörgeln auf höchstem Niveau. Also das passt schon. Zumal die in dem Bereich echt Banane sind, weil die Mauerbrecher höchstwahrscheinlich eh, wenn dann so in den Bereich hier gehen. Also von daher passt das. Das ist in Ordnung. Barbarenkönig auf 14 schon richtig geil. Queen of 13 läuft auf jeden Fall.
Maxed, wa? Maxed auf 103. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gefällt mir. Base Layout selber ist Standard, sage ich jetzt mal. Also ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ich würde fast denken, jeweils immer das Alex-Lager ein bisschen weit draußen, aber das erklärt auch vieles, wo ich auch sage, gut, okay, wenn da nur 300 drin sind, Mann, was will man da nehmen? Komm, hast du ein bisschen was in Anführungsstrichen geopfert? Passt aber auf jeden Fall. Also Base Layout vollkommen in Ordnung. Das geht auf jeden Fall. Das ist nice. Hier. Drei in a row, Alter. Drei in a row. Das ist geil. Das hat auch garantiert nicht jeder. Das ist ziemlich cool. Läuft. Nee, passt. Wirst auch ordentlich gefarmt haben, denke ich mal. Ja, passt. Auf jeden Fall. Und jetzt eben langsam halt nach und nach den Luftfeger halt. Klar, jetzt ist er ja dann schon auf Max soweit, wenn er auf 5 ist. Passt. Oh, ich bin schon gespannt. Nächste Woche werde ich das ausprobieren mit dem Alex Farm, mit dem dunklen Alex. Da bin ich richtig gespannt drauf. Das wird garantiert richtig episch ablaufen. Gucken wir mal rein hier. Naja, Megaloot ist in dem Bereich, sage ich mal, ist es ein Megaloot auf jeden Fall. Aber er hat nichts bekommen. Ja, der war mal richtig fail auf jeden Fall. Aber ich sage jetzt mal, das hier im Bereich, wenn ich Level 2 Bogies habe, ist das schon einiges, aber man muss halt eben gucken, wen man angreift, ganz klar. Super. Gucken wir mal, wen wir hier noch haben. Ja, da geht noch ein Check, geht da auf jeden Fall noch. Schade, Homer, Jamie ist nicht mehr dabei. Ärgerlichst. So ist das Leben. Clan Datteln. Und er heißt Tom Cruise. Okay, gucken wir mal. Tom Cruise. Level 85, maxed out 8 oder Anfang 9. Ja, maxed out 8. Also bis auf Mauern. King schon auf 10, cool. Ja. Aber hier, typisches Problem, ganz genau. Du hast nichts mehr, wofür du deinen Alex ausgeben kannst. Geh hoch. Geh wirklich hoch. Weil ich gehe mal davon aus. Auch schon Truppen, auch schon richtig gut oben. Geh nach oben, weil da jetzt zu sitzen und zu sagen, gut, okay, komm, ich beiß die Zähne zusammen und maxe hier noch meine Mauern, ist meiner Meinung nach verschwendete Zeit und du kannst es Alex nicht nutzen. Ist meine Meinung. Nee, ansonsten super. Hier, sehr gute Kombi. Ich habe Minenwerfer, der ist aber hinten hingestellt. Bogiturm schützt und die restlichen Einzelgebäude schützen auch. Richtig gut gemacht. Der ist vielleicht ein bisschen sehr weit draußen. Den würde ich eventuell was weiter und den hier auch ein bisschen weiter rein, weil der wird auch nicht beschützt. So großartig. Nur hier, der auch nicht wirklich. Nee, 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 nee. Also da würde ich sagen, den eventuell ein bisschen weiter rein. Ansonsten richtig cool, Maxed. Schönes Ding. Nice, läuft. Gut gemacht.
So, jetzt machen wir noch einen Angriff. Vielleicht noch zwei. Und dann war's das. Das wäre fast eine Base, wo ich sagen würde, könnte man sich da eventuell irgendwie den X-Bow ziehen, aber den kriege ich nicht. Den kriege ich da nicht, den kriege ich da nicht und den kriege ich da nicht. Das ist schade. Für die Challenge halt. Aber ich habe Luckys bekommen. Ich habe Luckys bekommen, aber gegen eine 6er Queen. Schade. Nee, das wird nichts. Ich hau noch mal einen gleich raus, noch mal einen Angriff. Aber ich gucke erst mal, ob hier ein bisschen was D-Alex zu holen ist. Na, nicht wirklich viel. Ich hau noch mal einen raus. Aber ärgerlich, den hätte ich gerne gehabt. Weil da dann noch mal, oh hier ist gleich noch ausbilden. Boah, so lange war ich echt mit dem Account noch gar nicht unterwegs. Und dann jetzt fast noch eine Mille fürs Alex bekommen. Sehr gut. Das ist super gut. Ah, das gefällt mir. Weil dann bin ich auf dem richtigen Weg. Dann kann ich dann das Lager irgendwann upgraden. Das dunkle Elixierlager. Ah, Ärger. Ja, klar. Ärgerlich, auf jeden Fall. Da hätte ich nicht gleich so viel droppen müssen. Dann lasse ich es erstmal auch mit mehreren Truppen noch zu droppen. Also beziehungsweise jetzt Kobis zum Beispiel hier hinzuballern. Dann holen die am Ende noch eine Bombe raus und darauf habe ich auch keinen Bock. Aber wir haben 1,5, 1,9K DLX. Was natürlich ganz nett ist. Und das ruft mich natürlich auf jeden Fall wieder auf den Plan. Weil 1,9K. Da könnte man ja doch noch ein bisschen was bekommen. Und da bin ich gespannt. Ja, naja, ein bisschen was. Immerhin. Immerhin ein bisschen was auf jeden Fall. Ja, das reicht mir. Passt. Oh, 600 DLX noch. Das soll es gewesen sein für heute. Ich muss noch schneiden. Ich muss noch schneiden. Alles noch schneiden. Aber so ist das. Mache ich gerne für euch. Klar. Aber das ist natürlich wirklich so die Arbeit, wo man sagt, oh, schade. Also ich meine, wäre es nur das Aufnehmen, aber ich meine, dann wäre es ja auch wirklich irgendwo fast zu einfach. Nee, also wie gesagt, das macht man gerne. Das gehört dazu. Thumbnails auch. Aber wie gesagt, ihr sollt schon eine gewisse Qualität kriegen. Das war's von mir. Ich wünsche euch was. Ich bin raus. Ciao, ciao.